Wie viele Production Music Tracks braucht man, um davon leben zu können? Genau das verrät Dirk Ehlert im zweiten von drei Teilen. Und er verrät, wo man nicht immer wie ein Komponist denken sollte, warum er sich für die BMI und nicht für die GEMA entschieden hat, warum er in die USA gegangen ist, und es gibt am Ende einen Geheimtipp für die richtige Auswahl des Anwalts. Herzlich willkommen zu Soundcast. Mein Name ist Tim Heinrich. Das heißt, dass es ganz lange und vielleicht auch jetzt noch so ist, dass der Main Income durch Production Music bei dir besteht. Ja, definitiv. Also der Hauptlöwenanteil sind die vierteljährlichen BMI-Checks. Ich wollte gerade nachfragen, wie oft es da irgendwelche Auszahlungen gibt. Ist das nur BMI oder sind das noch andere Sachen? Grundsätzlich war das lange Zeit lang erstmal nur BMI und das ist halt, was man sich bewusst sein muss, ist, dass das ein Prozess ist, der halt nicht in ein oder zwei Jahren stattfindet. Also das dauert schon gut und gerne seine 7, 8, 9 Jahre, bis man wirklich sagen kann, okay, man hat davon ein erträgliches Auskommen. Man nennt das ja sogenanntes Mail Money. Also das ist halt das Geld, was einfach zugeschickt wird, weil man muss nichts mehr dafür tun. Was aber auch nicht wirklich stimmt, weil man hat ja wirklich sehr viel dafür getan. Also das ist so ein bisschen die Pension, die man sich da aufbaut. Hey, erstens das und es ist ja auch so, dass man ja Tracks produziert, von denen man nicht weiß, ob sie genommen werden, dann steckst du da vielleicht komplett viel Arbeit rein und das ist ein Track, der dummerweise nie genommen wird. Genau. Also das ist halt so, an einem Track darf man das dann halt sowieso nicht festmachen. Die ganze Geschichte ist ein totales, im Englischen sagt man Numbers Game, also ein totales Zahlenspiel. Also es hängt einfach, ich will jetzt nicht sagen, dass Quantität über Qualität geht, aber man braucht einen sehr, sehr guten Katalog, um davon ein vernünftiges Einkommen zu machen. Also von den großen Katalog, ne? Ja, im Sinne von ich rede davon, dass man an irgendeinem Punkt gerne 1000, 1500 Musikstücke in seinem Katalog haben sollte, die in irgendeiner Form weltweit mit Publishern sitzen, um halt im TV platziert zu werden. Ja. Das sind so die Zahlen, über die man sich da bewusst sein muss. Davon rede ich natürlich nicht davon, dass jeder einzelne dieser Tracks eine Beethoven-Symphonie ist. Wir reden da von Tracks, die teilweise aus einer 45-Sekunden-Drone bestehen. Manchmal reicht das schon, um in einem TV-Format die Stimmung wieder zu spiegeln und weiterzugeben. Und manchmal reicht das eben auch, je nachdem, welche Show das halt gerade ist, in der man Musik hat, um damit wieder ein paar Cent mehr zu verdienen. Ich glaube, dass das ein wichtiger Tipp ist, weil du ja sagst, manchmal ist es einfach eine Stimmung, die wiedergegeben werden muss. Und da muss ich jetzt aber nicht ein höchst komplexes Thema irgendwie komponieren und produzieren, was ja manchmal auch total störend oder kontraproduktiv ist, sondern muss einfach nur gucken, dass ich eine Stimmung mache. Und die kann ich vielleicht auch dann wiederum sehr, sehr schnell erzeugen und produzieren. Ganz besonders in der Production Music, da geht's, also was ich wirklich in der Zeit gelernt habe oder in den Jahren gelernt habe, wenn man in dieses Feld einsteigt, darf man nicht wirklich wie ein Composer denken, sondern muss daran denken, was brauchen Editoren, also Bild- und Schnitteditoren, wenn die unter Zeitstress und Zeitdruck an so einem Schnitt für eine, nehmen wir Reality-TV oder ähnliches, für so eine Serie sitzen und eine Folge schnell fertig kriegen müssen. Wenn die Musik platzieren, dann haben die A, keine Zeit, sich großartig Sachen durchzuhören oder durchzugehen. Die nutzen eine Suchmaschine, suchen einen Suchbegriff Spannung, traurig, glücklich, wie auch immer. Vielleicht wollen sie irgendein spezielles Instrument hören, suchen Solo-Violine oder suchen Klavier. Oder suchen eben Synth oder Drone, einfach so ein Underscore so genannt. Und da werden halt, wenn überhaupt, die ersten 5 Sekunden von einem Track angespielt. Wenn es nicht passt, weiter nächster Track, damit ganz schnell die Musik platziert werden kann in so einer Produktion, damit es halt zur Deadline geschafft werden kann. Ja. Und da ist alles nur stimmungsbasiert. Das sind alles Moodsetter, von denen man da spricht. Also ich rede jetzt nicht von einem Main-Title für eine TV-Show oder ähnliches oder für große Produktionen à la Game of Thrones, wo es dann sowieso einen dedizierten Composer gibt. Aber es gibt halt so viele tausende Produktionen darunter sozusagen, die halt keinen dedizierten Composer an Bord haben und trotzdem Musik benötigen. Und da gibt es halt ganz viele Möglichkeiten und das Spektrum ist einfach unglaublich weit gefächert in der Production Music. Und da
kommen wir zu dem Punkt zurück, da ist es halt von einer einfachen Drone mit ein bisschen Drum Groove drunter. Ich habe Tracks platziert, die haben mich 15 Minuten in der Erstellung gekostet. Und die haben gut Backend gemacht am Ende, weil sie halt gut platziert wurden und einfach gut die Stimmung getroffen haben, die eine TV-Show in dem Moment gebraucht hat. Wo man da direkt sagen muss, dass wenn jetzt jemand denkt, boah, nur 15 Minuten, da baller ich mir irgendwas zusammen, geht natürlich auch nur, weil man dann schon die dementsprechende Erfahrung hat, wie man das so schnell hinkriegt. Ich wollte gerade sagen, ja, wenn jemand sagt, wenn sich jemand beschwert, warum Track halt so viel Geld kostet, wo man nur eine Stunde braucht, den zu erstellen, dann ist auch der Punkt, dass ich halt die letzten 10 Jahre darauf verwendet habe, um nur eine Stunde zu brauchen. Genau. Also das klar, kommt noch mit dazu. Mit der Erfahrung und mit den Jahren wird man natürlich schneller in seinem Produktionsfluss und irgendwann hat man halt seine Lieblingstools und seine Go-To. Tools, die man verwendet, um halt schnell zum Ergebnis zu kommen. Ja. Und das ist in der Production Music natürlich auch noch, du hattest das vorhin kurz angesprochen, da das Risiko natürlich wesentlich höher ist, nicht zu wissen, ob der Track überhaupt jemals irgendwo nach Verwendung landet, will man natürlich auch so schnell wie möglich mit dem Track fertig werden, damit ich nenne sie immer die faulen Eier, zwischendrin dann einfach existieren. Das ist einfach, liegt in der Natur der Sache. Dass die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen sozusagen. Das heißt nicht, dass ich das hinschlute oder so. Also ich gebe mir schon Mühe, wirklich gute Qualität abzuliefern. Und ich glaube, ich tue das auch, sonst hätte ich, glaube ich, irgendwann damit aufhören müssen. Ja. Aber ja klar, manche Tracks sind in einer Viertel oder einer halben Stunde erledigt, andere Tracks dauern halt den ganzen Tag. Aber ich versuche grundsätzlich eigentlich nicht länger als einen Tag an einem Track zu arbeiten. Mhm. So, das ist so einfach so eine Grundregel bei mir, die ich mir irgendwann mal auferlegt habe. Wie kommt es denn dann, dass du nicht in der GEMA, sondern in der BMI bist? Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt mal in der GEMA warst und dann gewechselt hast. Ich war tatsächlich mal in der GEMA bis quasi 2012, bis zu dem Moment, als ich, wie ich vorhin schon kurz angesprochen hatte, angefangen habe, mit US-basierten Libraries, Musiklibraries zu arbeiten. Und da war es einfach der logische Schritt, dann zu sagen, okay, wenn deine Musik sowieso in den USA im TV läuft, dauert die Abrechnung mit der GEMA, bis du dafür Geld siehst, gut und gerne 2, 3, manchmal sogar 4 Jahre, ehe das dann tatsächlich alles übermittelt und ausgewertet ist. Im Umkehrschluss, und die GEMA hat ja, damals war es glaube ich einmal im Jahr, jetzt sind sie inzwischen glaube ich bei 2-mal im Jahr, mhm, bei der Ausschüttung. Und die BMI hatte von vornherein damals, hat eine vierteljährliche Ausschüttung und der Abrechnungs das Delay sozusagen zwischen Ausstrahlung und Abrechnung ist bei der BMI selbst nur 9 Monate. Das heißt also, wenn es im Januar läuft, dann kriege ich im September Geld dafür. Das heißt, im Endeffekt ist es so, bei der GEMA würdest du das selber rauskriegen, nur später und eben nicht so häufig ausgezahlt. Genau. Mhm. Und nicht mal ganz dasselbe rauskriegen, weil jede Verwertungsgesellschaft nimmt sich ja ihren eigenen Anteil aus dem Verwertungstopf, um halt ihren laufenden Betrieb am Leben zu halten sozusagen. Ja. Pi mal Daumen sind das in etwa 10%. Und wenn man sich also vorstellt, dann macht erst die BMI das Ganze, kriegt 10%, dann geht das nach Deutschland, dann macht die GEMA das Ganze, nimmt auch nochmal Pi mal Daumen 8-10%. Das reduziert natürlich das Töpfchen, aus dem man entlohnt wird. Und dementsprechend ist der direkte Weg dann einfach sinnvoller. Und später, man kann sich auch überlegen, die Territorien zu teilen, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich arbeite in Deutschland, aber auch in den USA und mache halt BMI nur für USA und lass die GEMA den Rest der Welt machen. Oder lass die GEMA nur Deutschland machen und mach mit der BMI den Rest der Welt. Das geht auch. Mhm. Aber für mich war damals halt der einfachste Weg, direkt komplett mit der BMI zu gehen und das alles über die BMI zu machen. Ja, und dann hast du ja immer gesagt, ach komm, ich gehe jetzt mal rüber. Also was war denn da die Motivation? Denn es gibt ja immer diesen Spruch, boah, heutzutage mit der Digitalisierung, da ist das egal, wo du bist, da kannst du von überall arbeiten. Und umgekehrt ist es ja auch gar nicht so einfach, rüber zu gehen, um da zu arbeiten. Beides richtig.
Ich werde natürlich, gerade im Zuge dessen, dass ich jetzt halt nach San Francisco gegangen bin, werde ich häufig gefragt, ob es denn notwendig ist, hier zu sein, um in dieser Industrie Fuß zu fassen. Was genauso schwer zu beantworten ist, wie es einfach zu beantworten ist. Jein. Naja, also es ist so, es ist nicht lebensnotwendig. Ich kenne genug Leute, die nicht hier vor Ort sind, die ein gutes Auskommen haben mit dort, wo sie lokal sitzen, sei es nur außerhalb der USA, wirklich in Europa oder in Asien, die viel über die Vernetzung heutzutage erledigen können und machen können. Das ist schon möglich. Mhm. Kontrapunkt ist an der Stelle aber, wenn man denn hier ist, hat man einfach noch mehr Möglichkeiten, als wenn man nicht hier ist. Das fängt an mit Dingen, also man muss sich einfach vor Augen führen, dass Los Angeles und Hollywood nun mal immer noch das Zentrum der Industrie ist, in der wir arbeiten. Dass also die meisten Filme werden hier produziert, die meisten TV-Serien werden hier produziert, die meisten Filmfirmen sind hier ansässig. Mal abgesehen von wenigen Ausnahmen wie jetzt Toronto oder auch Berlin logischerweise als auch große Stadt oder London. Aber der Löwenanteil findet halt immer noch hier in Los Angeles statt. Und wenn es ums Netzwerken geht oder darum geht, Kontakte zu knüpfen, ist es natürlich in LA wesentlich einfacher, jemandem aus dieser Branche über den Weg zu laufen und mit dem ins Gespräch zu kommen, als mir das damals in Zossen südlich von Berlin möglich war. Mhm. Da war die Ausbeute gleich null. Und hier ist es halt so, dass du über die Straße gehst und jemand triffst, der Filmcutter ist oder mit auch Composer oder Music Supervisor und so weiter. Also die Dichte der Menschen, die hier leben, die in dieser Industrie arbeiten, ist natürlich viel, viel höher als sonst woanders auf der Welt. Ich sage einige Leute immer, dafür ist die Konkurrenz dann auch dementsprechend hoch. Jetzt war ich erst zweimal da, hatte aber das Gefühl, dass die Leute da relativ offen sind. Ja, gut. Im Endeffekt, in welchem Berufsfeld hast du keine Konkurrenz? Oder Mitbewerber? Egal, was du machst, irgendjemand anders hat bestimmt auch schon mal die Idee gehabt. Es sei denn, du bist jetzt ein totaler Trailblazer und Trendsetter und hast eine Idee, die noch keiner vor dir hatte. Aber ansonsten, ob du jetzt einen Tischlereibetrieb aufmachst oder ein Designstudio oder halt als Composer arbeitest, du wirst immer in einem großen Becken anderer Mitbewerber sitzen. Das heißt, du hast erstmal deine Chancen gesehen. Und genau, und für mich war der Prozess an sich startete ja schon eine ganze Weile vorher. Ich war 2013 das erste Mal hier, wie gesagt, zur Namshow und habe mich in die Stadt verliebt. Ich war einfach, ich glaube, das kommt auch dazu, dass man natürlich die Location mögen muss. Und Los Angeles hat mich halt immer fasziniert oder Kalifornien insgesamt. Ich bin halt ein totaler Sonnenfan und ich hasse Winter. Das sind alles so eine Sachen, die halt mit dazukommen. Jemand, der halt nicht so der Wärmetyp ist und eher Schnee mag, der wird sich hier nicht unbedingt wohlfühlen. So, weil es ist halt schon eher ein warmes Klima. Und mir persönlich gefällt das sehr und ich brauche das auch. Und dementsprechend, das sind alles so eine Umstände, die man halt berücksichtigen muss in den Überlegungen dabei. Nicht nur die rein beruflichen Aussichten, sondern auch das Private und das persönliche Wohlfühlen. Wie war das denn dann? Ich weiß, ein Kollege von mir, der, ich glaube, baut irgendwelche Hardware-Geräte, die irgendwas mit Musik zu tun haben, der möchte jetzt rüber, bekommt aber immer nur eine Aufenthaltserlaubnis für, ich glaube, maximal 3 Monate. Genau, die 90-Tage-Aufenthaltserlaubnis ist im Prinzip das reguläre Besuchervisum. Das, was jeder, der die USA besuchen möchte, das sogenannte, also mit Deutschland besteht dieses Visa-Waiver-Abkommen, wo man also gar kein Visum braucht, sondern quasi mit einem ESTA rüberkommt. Das ist diese elektronische Visumserklärung. Die ist immer gültig für 90 Tage. Also 90 Tage darf man sich hier, das ist aber keine Arbeitserlaubnis. Also du darfst in der Zeit, das kann man auch benutzen, um hier zum Beispiel Business-Meetings und ähnliche Sachen zu machen, aber wirklich arbeiten auf US-Boden darfst du damit nicht. Dafür brauchst du ein Arbeitsvisum. Oder in dem Fall, in unserem Fall, alles was entweder Schauspieler, Tänzer, Künstler, Sportler ist und so weiter, gibt es diese besondere Visumskategorie, das nennt sich das O1-Visum. Das ist das, was ich jetzt auch habe. Das ist ein Visum für außergewöhnliche Fähigkeiten, so nennt sich das.
Und wie gerade gesagt, ist hauptsächlich anwendbar auf den Kunstbereich, Sportbereich. Und es gibt noch eine Nebenkategorie, das O1B, glaube ich. Das ist für den Wissenschaftsbereich, also für ja, Forscher, Ärzte etc. Voraussetzung ist, dass man halt nachweisen muss, und das in dieser Prozess ist recht aufwendig, nachweisen muss, welchen Status man in dieser Industrie sozusagen hat, welche, man muss diesen außergewöhnlichen Status nachweisen, dass du mehr verdienst als andere, an hochprofilierten Projekten mitgearbeitet hast, ähnliche Sachen. Man sollte sich einen guten Immigration-Anwalt in den USA suchen, der das für einen handelt. Also wenn man das selber macht, es ist möglich, das selber zu machen, aber die Gefahr, irgendwo einen kleinen Fehler zu begehen, ist schon relativ hoch, gerade wenn man sich mit den Formularen und Ähnlichem nicht auskennt. Und ein Immigration-Anwalt hat im Normalfall einen sehr guten Riecher dafür, welche Dokumente man braucht und ob das, was man halt hat, ausreicht, um einen solchen Antrag überhaupt zu validieren. Also dass das überhaupt in Frage kommt, ob man genug erreicht hat sozusagen in seinem Berufsfeld, um das sinnvoll gestalten zu können. Man muss dazu sagen, dass es in den letzten Jahren mit der politischen Landschaft ein wenig schwieriger geworden ist. Das war eine Zeit lang etwas einfacher. Aber unmöglich ist es halt auch nicht. Da bin ich quasi ja das beste Beispiel für. Ja, wie kompliziert war das denn für dich? Hat der Anwalt alles erledigt? Bums. Hat funktioniert oder waren da doch so ein paar Stolperfallen? Schwierig zu beantworten. Im Endeffekt muss ich sagen, ging es relativ reibungslos nach meinem Dafürhalten, also so wie ich das empfunden habe. Was lange gedauert hat, war halt das Zusammensuchen dieser ganzen Unterlagen und dieser ganzen Nachweise sozusagen. Und man braucht dann ja aus der Industrie Empfehlungsschreiben. Da muss man sich halt mit höher profilierten Leuten in Verbindung setzen und versuchen, von denen, entweder man hat mit denen schon gearbeitet, dann ist es natürlich leichter, oder man versucht halt Empfehlungsschreiben und Empfehlungen von hochprofilierten Leuten zu bekommen. Das ist so ein bisschen zeitaufwendig, sich damit auseinanderzusetzen und dem hinterher zu jagen. Schlussendlich hat, glaube ich, die Vorbereitungsphase 6 Monate gedauert, alles zusammenzufassen. Und wer den Schritt hierüber machen will, was halt hilfreich ist, ist, wenn du oder ganz entscheidend ist, dass du in Publikationen aufgetaucht bist, dass Zeitschriften zum Beispiel irgendwie, dass du für Zeitschriften geschrieben hast oder Zeitschriften über dich geschrieben haben, dass du in audiovisuellen Medien in Erscheinung getreten bist. Natürlich die Jobs, an denen man selber gearbeitet hat. Also wenn jetzt ein Film irgendwelche Awards gewonnen hat, zum Beispiel, für den man die Musik gemacht hat, das ist alles hilfreich. Man sagt immer quasi, wenn du Oscar nominiert bist, dann fragt keiner nach, dann linken sie dich quasi durch. Wenn du keine Oscar-Nominierung hast, dann musst du halt ein paar andere Wege suchen, um das nachzuweisen. Und wenn man die eben nicht hat, im Wissenschaftsbereich wäre das halt der Nobelpreis. Wenn man die Nobelpreis-Nominierung oder den Nobelpreis hat, dann fragt da keiner, dann winken sie quasi dich durch. Ganz so ist es auch nicht, aber es ist wesentlich einfacher, wenn man einen hochprofilierten Preis gewonnen hat. Was hat man denn da ungefähr für Kosten? Ich hatte mal irgendwas von knapp $10,000 gehört. Pi mal Daumen. Jetzt der reine Visumsprozess selber ist gar nicht mal insgesamt so teuer, aber kommt immer auf den Anwalt an, den man hat. Das variiert ja auch, aber man kann schon sagen, so zwischen $6,000 and $8,000 ist schon die Summe, die man dafür einrechnen sollte. Das ist jetzt nicht inbegriffen, alles, was dann weitere Kosten danach sind, um dann hierher zu ziehen und alles weitere dann zu machen. Das ist wirklich der reine Visumsprozess sozusagen. Wie hast du den denn gefunden? Weil ich glaube, Google ist ja jetzt nicht unbedingt der beste Ansprechpartner, ne? Tatsächlich doch, Google. Ja. Also ich meine, ich hatte ein paar Kontakte zu meinem Publisher, hat mir jemand empfohlen, der sagte, er hat schon andere Composer, die rübergekommen sind, die mit dem gearbeitet haben. Ansonsten, klar, Fühler ausstrecken, gucken, welche Composer sind auch aus dem Ausland nach L.A. eingewandert sozusagen. Da gibt es ja einige, die man da findet. Gerade wenn man auf Facebook dann entsprechend auch vernetzt ist und so weiter. Und im Idealfall meistens eigentlich immer Word of Mouth. Also dass man eine mündliche Empfehlung von jemandem bekommt. Hier, nimm den, bei dem habe ich es gemacht und der war gut oder der war schlecht. Und das ist eigentlich der ideale Weg. Aber man kann auch wirklich USA Immigration als Suchbegriff
bei Google eingeben, ganz besonders, wenn man da zufügt, Musician oder Composer oder ähnliches, und findet dann sehr häufig auch Anwälte, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind. Kleiner Tipp am Rande, wenn man mit einem Anwalt in Kontakt tritt, dann kann man durchaus fragen, ob der einem einen Kontakt zu einem Kunden oder Klienten geben kann, dass man mit einem Klienten von dem Anwalt mal telefoniert oder sich mal Info holt, wie der Prozess für den lief. Die meisten sind da eigentlich sehr auskunftsfreudig und geben halt ein Feedback, wo Schwierigkeiten waren oder ob das gut funktioniert hat. Das ist ja super. Ja, geil, weil ich jetzt in Deutschland so, glaube ich, noch nie erlebt habe. Natürlich wäre es super, dass man das generell mal seinen Kunden anbietet und sagt, naja, ne, du kannst ja mal gerne den Kunden so und so antelefonieren und kannst dich bei dem mal informieren, wie zufrieden der mit meinem Job gewesen ist. Das kann ja auch ein Komponist machen, aber dass man das jetzt bei Kunden vom Anwalt machen kann. Ich glaube, es ist in Deutschland dann eher unter Datenschutzgründen noch schwieriger. Das war der zweite von drei Teilen. Im dritten Teil verrät Dirk, warum er dreimal umgezogen ist, wie er seinen Partner kennengelernt hat, wie und warum DocuScores gegründet wurde, was die Production Music Conference ist und wie er mastert.